Wieso? Ja, das haut schon hin. Typisch österreichisch, typisch bayerisch, ja. Was ist das eigentlich? Also, wie schon gesagt, ich bin ein Bayer. Wenn sich viele Dinge, jetzt steht der da im Anzug. Warum hat der eigentlich keine Lederhosen an? Weil er ist ja ein Bayer. Jetzt haben wir schon bei den ersten Vorurteilen eigentlich. Warum werden wir Bayern eigentlich immer auf Lederhosen, aufs Hemd und aufs Bier reduziert? Warum? Kann man das mehr sagen? Eigentlich vor euch Salzburger vielleicht. Habt ihr da eine Meinung dazu? Nicht nur Schmierrad, feig auch noch. Typisch österreichisch. Ja. Und es ist ja mit Österreicher Furki ist eigentlich nur fast noch schlimmer. Weil, ich erlebe es immer wieder drüben, im Oberndorf, das Johnny, kennt das wer? Sicher ein paar. Stehen wir so an der Bar. Und sagt da ein paar Mädels. Fische Mädels, ja, muss man schon zugeben. Waren Österreicherinnen. Wir haben der Bayer, ich, einen leichten Alkoholkonsum genossen, möchte halt dann zur Weiblichkeit hinsteuern. So. Und dann kommt der Spruch des Lebens. Hey Dirndei, du bist so scharf wie mein Weihwerk. Magst nicht weiterkommen, ha? Kommen ist dann nicht. Das Baby ist dann ein guter Späßel von mir, Österreicher. Der hat noch nicht so viel getrunken gehabt. Der Schmierlappen hat es geschafft, dass er alle Vieri, das waren Vieri, dass er alle Vieri mit außernimmt. Was er dann damit gemacht hat, weiß ich nicht, ich bin dann am Klo geflackt, aber es ist eigentlich schon eine relativ gute Leistung. Wahrscheinlich, weil der Bayer hat singen können. Das ist, wenn man bei uns irgendwo vorgeht, mit den Feuerwehren zum Beispiel, dann hört man so Lieder wie drunter der Grenau steht der Birnbaum schön blau und so weiter oder eins ging ich am Ufer der Salzach entlang. Ho, 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 la, 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 ein schlafendes Mädchen. Und den Rest werdet ihr euch ja wohl denken können, was dann mit dem schlafenden Mädchen passiert. Auf jeden Fall, dass das bei der Weiblichkeit nicht so gut ankommt, ist klar. Was haben dann die Österreicher? Sobald da nur eine Weiblichkeit da ist, die irgendwie Single ausschaut, die wissen das gar nicht, dann wird von irgendwelchen Popsongs und Elektro wird dann sofort auf oh, ich vermisse dich und oh, ich singe Lied für dich und da fragst du mich. Kein Wunder eigentlich. Kein Wunder, dass es eigentlich alles gering. Aber wenn wir beim Gabalier schon sind, kämen müssen wir eigentlich bei typisch Sport, typisch Österreichisch, muss ich eigentlich fast auch auf Sprache zum Ring kommen. Auf ein gewisses Vokabular. Ich wollte zum Beispiel mal beim Hofer in Oberndorf drüben einkaufen gehen. Dann haben sie mich gefragt, also denken wir ja. Ich hätte gerne Tüten. Der hat mich angeschaut und wollte fast die Polizei werfen, weil er gemeint hat, ich wollte einen Joint. Bis ich dann gelernt habe, das ist ein Sackerl. Ja. Oder genau dasselbe mit dem Ballert Schinken. Ein Schinken ist bei mir irgendwie was Fleisch. Wisst ihr, ein guter Franzer Fleisch, aber dann kriege ich da so ein Milli drum. Ja. Aber ich darf euch Österreicher nicht so zusammenscheißen, weil sonst schneide ich mir ins eigene Fleisch, immer zugeben. Bin ja eigentlich auch einer. Gebürtiger also Salzburger eigentlich. Ich war, ja. Naja, schon die berühmtesten Leute kommen aus Österreich. Also. Was denken, wer war der berühmteste Deutsche? Etwas älter. Der redet circa so. Der war Österreicher. Also, okay, die Weltanschauung kann man sich jetzt überlegen, ob das jetzt das Allerbeste ist, aber Thema für einen anderen Redewettbewerb. Auf jeden Fall, wenn man sich dann das Vokabular durchgekämpft hat und ein Palatschinken, ein Sakral und ein Lulin, habe ich alles erstmal gehört, wenn man das dann überwunden hat, dann kann man dann ins Gespräch einsteigen mit den Leuten. Und die stehen sich ja erst einmal vor. Ich habe den Fehler gemacht und habe einen Österreicher nach seinen Namen gefragt. Grüß Gott, wer sind Sie denn bitte? Im Wirtshaus. Ja.
ich bin der Herr Doktor, Magister, Diplom-Ingenieur, Pädagoge von Oberfeuerwehrmann von hinten. Und das hat er dann jedes Mal aufgebildet. Er musste sich 10-mal vorstellen bei den Leuten. Und das hat er eisern jedes Mal vorgebetet. Wieso, ist mir kein Rätsel. Vorher hieß es, Ehre, wem Ehre gebührt. In Österreich darf sich, wie ich hörte, jeder Lehrer Professor nennen. Ja. Danke, Fabrizio. Vielen Dank. Ja. Das war es eigentlich von mir. Dann sage ich vielen Dank und vielleicht nur eine Frage. Wollt ihr jetzt einmal Einführung in eine bayerische Kultur haben? Schon, gell? Ja, gibt's ein schönes Liedl. Kennt ihr die alten Rittersleid? Sagt das euch irgendwas? Also, jo. Ja. Also folgendes. Man hat die Gruppe, die singt den Refrain, also sowas wie... ja, ich kann das Österreichische nicht verleugnen. Jetzt habe ich es vergessen, sie fix. Ja, okay, lassen wir es einfach. Servus!